Wenn du gerne Ordnung im Rucksack hast, dann ist vielleicht dieses Mesh Pocket Set VL etwas für dich. Das sind Glätt-Pouches, die du in modulare Rucksäcke wie zum Beispiel von Tasmanian Tiger einbringen kannst. Und wenn du wissen willst, ob diese Teile da auch was für dich sind, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenscoach. Schön, dass du dabei bist. Und ja, da sind sie nun, diese drei Teile. Und das ist auch in diesem Set so enthalten, genauso wie du das siehst, nämlich ein großer, ein mittlerer und ein kleiner. Was da reinpasst, das zeige ich dir gleich. Nur ganz kurz. Die sind sehr flach. Das heißt, es ist jetzt nicht für die fette, massive Ausrüstung, sondern für Kleinteile wie GPS-Geräte, Mobiltelefone, SD-Karten, blablabla. Ich zeige dir das dann auch. Und das ist interessant, du kannst es in zwei Varianten einsetzen. Entweder du hast irgendein modulares Rucksacksystem von Tasmanian Tiger oder von jemandem anderen. Ja, gebe da auch alles natürlich billige Eigenwerbung, einen Link in meinen Shop, schau dir das ganz einfach an und kannst das einbringen, zeige ich dir dann. Oder du sagst, na, ich will nur diese coolen Taschen, denn die sind durchsichtig, also man sieht hinein, was da drinnen ist. Vielleicht jetzt hier an der Stelle nicht, aber ich zeige dir das noch. Und haben einen schönen Zip, rund auf, kann man alles schön reingeben. Das gefällt mir, ich könnte das für viele Dinge brauchen. Aber ich habe einen normalen Rucksack, dann ist das auch etwas, weil dann gibst du einfach dieses Flauschi-Bauschi da hinten auf den Klett drauf und alles ist okay. So, schauen wir uns die Teile nun im Detail an. Schau her. Ich nehme jetzt ganz einfach einmal mein iPhone, ein iPhone, ihr müsst nachschauen, was es ist, ja. Und das passt einmal in das Große gut rein. Ich habe da sogar noch eine Hülle, so eine Spezialhülle, also das passt genau rein. Wäre vielleicht sogar noch ein bisschen Platz für irgendwelche Kleinteile, aber nicht mehr allzu viel, also das geht sich einmal gerade aus. So. Dann GPS-Gerät, eines meiner Lieblinge, der Garmin 64S hier konkret. Auch der geht ohne weiteres rein. Wichtig dabei ist aber, ja, da ist auch noch Platz, also du könntest da noch Batterien dazu reingeben. Das ist, oder hier noch Batterien reingeben, wie auch immer. Auch hier diese kleinen Flauschi-Mauschi oder Schlaufen, die der TT angebracht hat. Auch da könnte man vielleicht noch das eine oder andere anhängen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Muss ich erst in den Langzeittest nehmen. Werde ich aber tun, ich gelobe. Also das geht sich einmal wirklich top aus, das ist einmal eine schöne Sache und ich mache jetzt noch einmal das Garmin rein. In den mittleren zum Beispiel, ja, in den mittleren, da würde jetzt reinpassen, ich habe jetzt da irgend so billige Eigenwerbung, Zeugs von mir, ja, diese ganzen kleinen Teile, aber zum Beispiel vom iPad oder iPod oder iPhone, entschuldige, diese Kopfhörer, ja, die ich verwende zum Audible hören und alles, die gehen entweder in das mittlere natürlich locker rein, da hast du dann noch einmal Platz, oder die passen auch in das kleine rein, das weiß ich schon, ich mache das jetzt nicht, weil es egal ist, oder irgendwelche kleinen Taschenlampen, das geht sich alles super aus und zugemacht und die Sache ist erledigt. Das ist kein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem, also es ist nur ein Reißverschluss, du kannst es nur einmal, aber dann komplett aufmachen und das finde ich halt insgesamt schon eine praktische Sache. Ja, wie schaut das jetzt im Inneren aus? Ich habe hier das neue Slimbag von Tasmanian Tiger als Beispiel und die haben jetzt bei unterschiedlichsten diese modularen Systeme und das sind halt Molle-Streifen, also ich könnte hier Molle-Tasche einbringen oder eben Glätt. Und das Glätt hat halt den Vorteil, dass ich hergehe und sage, ich möchte es an die Stelle haben und ich möchte es rausnehmen. Und beim Molle muss man da herumgreifen und tun und so wie es überhaupt und das ziehe ich ab und habe das in der Hand und kann damit arbeiten. Das hat natürlich auch seine Nachteile, klar, mit der Zeit, ich werde das Langzeit testen, dann verspreche ich dir, aber wird natürlich irgendwann einmal, speziell wenn man im Outdoor-Bereich unterwegs ist und der Schmutz reinkommt, wird oder Katze- und Hundehaare reinkommen, ist das sicherlich der Fall, das wird passieren, aber alles hat einen Vor- und einen Nachteil, das muss uns einfach bewusst sein und es hält sicherlich nicht ganz hundertprozentig so fest wie ein Molle-Streifen, ist ja klar, aber ist die Frage, ob das sein muss, ob das in jedem Einsatzgebiet sein muss und deswegen glaube ich, dass das eine gute Sache ist. Und wenn ich jetzt den großen hernehme, der geht auch seitlich hier zum Beispiel rein, das heißt, weil immer manche die Leute die Frage stellen, wozu brauche ich das überhaupt? Ich meine, da kann ich ja gleich ein anderes Tech-Pouch nehmen. Ja, ja. Aber hier jetzt zum Beispiel, ich baue mir das da ein auf der Seite bei diesem Slingbag. Das fällt überhaupt nicht auf. Das braucht hier jetzt keinen Platz, aber ich kann Kleinteile oder zum Beispiel jetzt hier das GPS-Gerät locker vom Hocker hier auf der Seite einpacken. Ja, ich habe diese drei Teile nun zwei Monate lang im Einsatz und habe die wirklich lieb gewonnen, denn ich habe sehr viel Krimskrams immer wieder mit und das sind nicht unbedingt die großen Teile, sondern Kleinigkeiten. Bei den SD-Karten liebe ich die Teile zum Beispiel. Also das ist wirklich etwas,
was mir persönlich taugt und vielleicht auch dir. Und ja, gib da unten den Link natürlich in meinen Shop, billige Eigenwerbung, und kaufst dir, wenn du magst, oder kaufst woanders, bei Amazon oder bei wen anderen, ist auch okay. Aber wenn du auch jemand bist, der viele Kleinteile mit hat und auch dieses modulare System mit diesem Klett auch im Einsatz hat, dann sind die auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und dir dann davon berichten. Kommentar bitte schreiben, Daumen nach oben oder nach unten. Link zu all den Produkten in meinem Shop und Amazon und so weiter findest du eh ganz klar. Abo, Video und bis bald. Ciao.